Hallo liebe Freunde, Alexander hier. Im Augenblick werden die Organisatoren der Demo Pfingsten in Berlin gerade so richtig schön durch den Wolf gedreht. Die haben das alles schlecht organisiert, so ein Chaos, da war überall Polizei und alles ist aufgelöst worden und man hat nicht einmal die Demos gefunden, weil die schon auf der Schnellbahnstation uns abgehalten haben. So eine Schweinerei, das sind sicher Systemlinge, da Andreas Mertens, die Andrea Drescher und die, wie sie alle heißen, weil die haben uns da in eine große Falle gelockt. Die haben uns versprochen, das wird stattfinden, das wird nicht aufgelöst werden. Und die haben die Menschen verheizt und missbraucht und in die Irre geführt. Und dann haben sie noch verraten, das Volk, indem sie am Sonntag gesagt haben, wegen der großen Polizeigewalt wird am Montag nichts mehr veranstaltet, obwohl es nicht wahr war, weil ja die Länderbühnen trotzdem stattgefunden haben. Macht das Spaß? Ich meine, ist das schön, einen Sündenbock zu suchen, einen Verantwortlichen, einen Schuldigen? Egal, ob das, worum es geht, in seinem Einflussbereich lag oder nicht. Das ist ungefähr so, wie die Regierungen sagen, die Covidioten, die bösen Querdenker und alle anderen Regierungskritiker sind schuld, dass die Oma stirbt. Oder die Busfahrer, weil sie nicht jeden alle zwei Sekunden zwingen, seine Maske aufzusetzen, sind schuld daran, dass das Virus sich ausbreitet. Genau dieselbe Methode wenden jetzt viele gegenüber den Organisatoren von Pfingsten in Berlin an. Reden wir nicht davon, dass wir eine bessere Welt erschaffen wollen? Gerechtigkeit und Fairness, Verständnis, Achtsamkeit, Liebe, Toleranz, dann bitte fangen wir bei uns selbst an und im Umgang miteinander. Ich bin nicht Teil des Orga-Teams vom Pfingsten in Berlin. Ich wurde eingeladen und dringend gebeten, anwesend zu sein. Hatte lange Zeit gezögert und erst kurz vorher tatsächlich zugesagt. Und mich dann in Zusammenarbeit mit Karl Hilz an dieser und jener Stelle eingebracht als Besucher, Redner und in ganz geringfügigem Ausmaß Tippgeber für Kleinigkeiten. Mehr nicht. Aber es würde mir nie einfallen, die Organisatoren öffentlich hinzurichten dafür, dass die Polizei unfair vorgegangen ist und ein neues Level an Ungerechtigkeit und Rechtsbrüchen erreicht wurde. Was können denn da die Organisatoren dafür? Ich meine, der Andreas Mertens ist auch nicht schuld daran, dass die Merkel das Infektionsschutzgesetz durchgedrückt hat. Wieso hat er es nicht verhindert? Er ist doch in Berlin. Ha? Klingt das logisch irgendwie? Lasst mal die Kirche im Dorf und macht die Menschen für das verantwortlich, wofür sie selbst auch tatsächlich verantwortlich sind, was in ihrem Einflussbereich liegt. Wir wissen, wir machen keine Partys mit kooperativer Beteiligung einer hilfreichen, liebevollen Polizei, sondern wir stehen auf gegen Ungerechtigkeit mit einer Meinung, die dem Regime nicht recht ist. Da müssen wir damit rechnen, dass gegen uns vorgegangen wird. Und dass nicht alles, was sich die Organisatoren wünschen oder vorbereitet haben, umgesetzt werden kann. Die machen das doch nicht absichtlich, dass sie sich ihre Ausrüstung beschlagnahmen lassen
und sich selber Beamt handeln lassen, stundenlang. Ihr selbst wollt Selbstverantwortung und Bestimmung über euch und euer Leben. Gut, wenn ihr nur für das verantwortlich gemacht werden wollt, was ihr selbst tut, dann macht bitte auch andere nur für das verantwortlich, was sie selbst tun. Die Organisatoren vom Pfingsten in Berlin haben sich im Vorfeld sehr bemüht. Sie haben viel geleistet in einer Vorbereitung. Sie haben Reservepläne erarbeitet, A, B, C, D, für den Fall, dass dieses und jenes und noch was passiert. Aber für den Fall, dass einer Zahl von Hausnummer 3000 Demonstranten 3500 Polizisten gegenüberstehen, kann man sich nicht vorbereiten. Weil gegen brachiale Gewalt und Ignorieren jeglicher Rechtsstaatlichkeit ist kein Kraut gewachsen und hilft auch kein noch so gut durchdachtes Konzept. Da kann man nur noch draufzahlen. Das ist traurige Realität. Heißt das jetzt, dass wir aufhören? Heißt das jetzt, dass es keine Demos mehr geben soll? Oder heißt das jetzt, dass wir zu ganz anderen Mitteln greifen müssen? Naja. Zu anderen Mitteln greifen wir ja ohnehin. Es wird ja nicht nur demonstriert. In unserer Bewegung gibt es tüchtige Juristen, tüchtige Diplomaten, tüchtige Reporter, Berichterstatter. Es gibt allerlei kreative Köpfe, Künstler, es gibt allerlei Menschen, die im Hintergrund Büroarbeit, Verwaltungsarbeit für die Bewegung leisten. Es ist ja nicht so, dass nur demonstriert wird. Wir setzen ja andere Mittel ein. Und wenn es nur das persönliche Gespräch ist, im Alltag, mit Menschen, die in der Angst leben, anderer Meinung sind. Das alles passiert ja ohnehin, zusätzlich zu den Demos. Aber dass es trotzdem weiterhin immer Demos gibt, ist ein wesentlicher Bestandteil der Bewegung, denn nur dadurch können wir Präsenz zeigen und einen gewissen, minimalen Druck aufrechterhalten, um denen, die hinter den Kulissen arbeiten, verwertbare Bilder zu liefern, Inhalte, Botschaften und auch, um auf der Straße sichtbar zu machen, egal wie repressiv ihr vorgeht, egal wie viel ihr uns einschüchtert, egal wie sehr ihr draufprügelt, es gibt immer noch Menschen, die aufrecht stehen und sich nicht beeindrucken lassen von jeglicher Form von Gewaltanwendung und Ungerechtigkeit gegen sie. Und diese Menschen, auch wenn sie wenige sind, können und müssen ein Vorbild sein für die vielen anderen, die sie nur beobachten und sehen, sich aber von ihnen ermutigt und inspiriert fühlen, weiterzumachen. Ich weiß, das ist hart und viel verlangt. Ich würde auch lieber auf eine tolle, schöne Eventshow gehen, vielleicht mal wieder ein Theaterstück, ein Musical anschauen oder sowas in der Richtung, anstatt auf der Straße zu stehen und nicht zu wissen, welche Szenen
welche unangenehmen Szenen ich beobachten und erleben werde müssen. Trotzdem nehme ich es jedes Mal aufs Neue in Kauf. Bei kleinen, bei mittleren, bei großen oder bei ganz großen Demos. Denn es geht bei einer Demo nicht darum, wie viele Menschen da sind. Es geht normalerweise auch nicht darum, dass man sich dort wohlfühlt. Es geht darum, sichtbar zu bleiben und das Richtige zu tun. Aufstehen gegen Ungerechtigkeit. Aufstehen für Sachlichkeit, Verhältnismäßigkeit und Rechtsstaatlichkeit. Mein Name ist Alexander Ehrlich und ich sage: Merkel muss weg.